Es gibt eine ganze Reihe bekannter Detektivpaare, also Ermittler, die zu zweit dem Bösen auf die Schliche kommen. Der sprichwörtliche Fall für zwei wurde im ZDF zum Namensgeber einer Kultserie. Wobei mir die Originalbesetzung mit Klaus-Theo Gärtner als ruppigem Detektiv Matula und Günther Strack als fühligem Anwalt besser gefällt als die bärtige Gegenwart. Das Urzweier-Ermittlerteam, das ist aber nicht das Team aus Ein Fall für zwei, sondern natürlich Sherlock Holmes und Dr. Watson. Heute wohl am bekanntesten in der Filmversion mit Robert Downey Jr. als Holmes und Jude Law als Watson. Und es gibt viele weitere Ermittlerzweigespanne. Vielleicht erinnern Sie sich an die beiden da, an die smarte Detektivin Laura Holt und den mysteriösen Remington Steele, verkörpert von Pierce Brosnan, der unter anderem diese Rolle wegen später James Bond verkörperte. Als Autor steht mir dieses Duo nahe, die taffe Detective Kate Beckett und der zugegebenermaßen etwas schnöselige Bestsellerautor Rick Castle, der Morde behandelt wie Geschichten und jeweils nach einem plausiblen Ende sucht. Und natürlich gibt es auch reine Frauenermittler-Duos. Am interessantesten ist sicher Rizzoli und Isles. In der Serie decken die italienischstämmige Detective Jane Rizzoli und die irischstämmige Gerichtsmedizinerin Maura Isles gemeinsam Verbrechen auf. Die Geschichten basieren dabei auf den Romanen der unvergleichlichen Tess Gerritsen. Jetzt betritt ein neues Ermittlerpaar die Bücherbühne. Es ist das wohl unwahrscheinlichste Detektivgespann, das die Literatur je gesehen hat. Es sind Barack Obama und Joe Biden. In Hope Rides Again ermitteln sie bereits in ihrem zweiten Fall. Das Buch bietet beste Unterhaltung mit vielen politischen Anspielungen. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen jede Woche einen Lesetipp, ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Hope Rides Again von Andrew Schaffner. Biden kennen wir als väterlichen Vizepräsidenten an der Seite von Barack Obama und jetzt als väterlichen Präsidentschaftskandidaten an der Seite von Kamala Harris. In den Büchern von Andrew Schaffner ist Joe Biden der Ich-Erzähler und darüber hinaus der väterliche Freund von Obama und alles andere. Biden befindet sich im Buch gerade auf einer Promotionstour für sein Buch. Er ist offenbar schon länger unterwegs. Hören wir mal rein. Seit 18 Monaten war ich nun unterwegs und zog durch die Stadthallen, um demokratische Kandidaten zu unterstützen und für mein Buch zu werben. Es war ein Versuchsballon für 2020, der allerdings niemanden täuschen konnte. Während der Midterm-Wahlen war ich für ein paar Wochen nach Delaware zurückgekehrt, aber nachdem ich im Januar wieder auf Tour gegangen war, hatte ich kaum ein Dutzend Nächte in meinem eigenen Bett geschlafen. Ein kurzes Treffen mit Jill in St. Croix hatte mir schmerzlich vor Augen geführt, wie sehr wir uns voneinander entfernt hatten. Joe geht's also nicht gerade gut. Im Rahmen der Booktour fliegt Biden nach Chicago. Freund Barack Obama tritt da an einem ökumenischen Forum auf. Wie der Taxifahrer sagt, es ist natürlich ein ökonomisches Forum. Dabei verliert Obama seinen BlackBerry. Obama war dafür bekannt, dass er als Präsident seinen BlackBerry, also sein Smartphone, nie aus der Hand legte. Biden glaubt, dass er weiß, wo Baracks BlackBerry abgeblieben ist. Er vermutet, dass ein Jugendlicher, den er kurz zuvor getroffen hat, das Gerät hat. Er sucht den Jugendlichen und findet ihn auch, aber der Jugendliche ist erschossen worden. So suchen Biden und Obama nicht nur den BlackBerry des Ex-Präsidenten, sondern auch den Mörder des Jungen. Die Rollen im Detektivpaar Biden und Obama sind dabei klar verteilt. Obama ist der unwillige Sherlock Holmes, der eigentlich gar nicht recht ermitteln will, und Joe Biden ist der brave Watson, der ewig eifrige Vize. Die Geschichte rund um die beiden Politikerfreunde ist rasant erzählt, sie ist zuweilen köstlich komisch, lässt aber immer wieder philosophische und natürlich politische Untertöne anklingen.
Im Zentrum steht die Freundschaft von Barack und Joe, die Bromance, wie die Amerikaner sagen, indem sie die Wörter Brother und Romance zusammenziehen. Im Zeitalter von Donald Trump ist schon die Sehnsucht nach der Bromance von Barack und Joe ein politisches Statement. Es ist die Sehnsucht nach Menschlichkeit, Brüderlichkeit und einer Gesellschaft, in der man ohne schlechtes Gewissen auch mal lachen kann. Die Titel der beiden Romane sind dann auch entsprechend ausgefallen. Hope Never Dies heißt der erste Roman um Obama und Biden, der zweite heißt Hope Rides Again. Die Hoffnung steigt wieder. Und das tut sie. Denn im Roman wie im richtigen Leben macht sich Joe Biden auf, Donald Trump abzulösen und selbst Präsident zu werden. Joe Biden selbst soll die Bücher übrigens gelesen haben. Er habe sie entertaining gefunden, unterhaltend also. Diesem Urteil kann ich mich nur anschließen. Hope Rides Again von Andrew Schaffner ist bei Drömer erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut.